Zeit gab es mal eine Hochzeit. Die war in Kanaan, das ist in Galiläa, das ist in Israel. Da gab es eine Hochzeit zwischen einem wunderschönen Brautpaar, einem wunderschönen Bräutigam mit blonden Locken. Und da begab sich auch die Mutter von Jesus hin. Maria hieß die. Und weil sie eingeladen war, war auch Jesus eingeladen. Und mit ihm seine Freunde, die Jünger. Guck dir mal den Kellner an, der rennt hier die ganze Zeit hin und her. Und okay, hat der ein Problem oder so? Keine Ahnung, der sucht was. Oder? Was meinst du? Guck mal, was ist denn das? Das ist ja eine Pfütze. Also, ja, ich glaube, der Wein ist alle. Der Wein ist alle? Das ist echt ein schwerer Schlag für so ein Wort, das geht ja gar nicht. Oh, also, wir müssen mir helfen. Ich hab eine Idee, pass auf. Jesus, ich habe ein Problem. Der Wein ist alle. Das geht nicht. Was habe ich damit zu tun? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Pass auf. Halt dich einfach daran, wenn er dir irgendwas sagt, tu einfach, was er dir sagt, okay, und dann hast du schon, ja? Bitte tu mir den Gefallen. Alles klar, danke schön. Jetzt halt mich mal gespannt. Leckeres Steak. Danke. Der Wein ist alle. Was soll mit tun, Herr? Geh hin und füll diese Krüge mit Wasser. Tolles Fest heute. Ja, auf jeden Fall, aber wir haben uns halt keine Zeit gelassen, uns ordentlich zu waschen. Das ist typisch, du denkst nur an dich. Seh dich doch mal die Braut an, wie hübsch sie ist. Ach ja, ich weiß noch, wie schön sie in meinem Haus gespielt hat. Ja, und Dennis ist in mich hineingefallen. Das Wasser hat mich herausgekommen. Du bist was da braucht. Ja, ich habe schon hunderte Mal erzählt. Du bist so gemein. Ich erzähle nächstes Mal gar nichts mehr. Apropos Witze. Kennt ihr schon den? Darin sagt ein Schwein zu einem anderen Schwein, ist doch eh wurscht, was du später werden. Hä? Jetzt verstehe ich nicht. Ja, wo ist denn ein Wortspiel? Achso. Also, ich fand ihn gut, aber ich glaube noch eben. Also, sagt der Rabe zu Gott, mein Sohn ist Christ geworden, was soll ich bloß tun? Sagt Gott, ach, keine Sorgen, mein Sohn ist auch Christ geworden. Was hast du gemacht? Ich habe ein neues Testament geschrieben. Dass Jesus sein erstes Wunder auf einer Hochzeit tat, indem er Wasser zu Wein verwandelte. Und die Freunde, die mit ihm waren, glaubten an ihn.